den falschen Knopf gedrückt. We will see. Also wir sind noch nicht da. Ich sehe uns noch nicht. Ja, warte. Aber ja, da sind wir. Da sind wir. Und man sieht es nicht, doch man sieht es heute. Hier seht ihr unseren schönen Zettel. Hallo und herzlich willkommen ihr zusammen. Hier sind wir wieder dienstags 12 Uhr im B&R Talk Lunch. Die großartige Barbara Lampel von Empathic Business und meine Wenigkeit Regina Westenthaner von Westenthaner Media. Wir zwei sind angetreten, um die Online-Business-Szene ein klein wenig zurechtzuschütteln. Und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. Es ist ein Träumchen. Schön. Heute haben wir ein tolles Thema mitgebracht. Das wundervolle Thema Unlearning. Ja, Unlearning ist das, was wir gerade in unserer fast 100 Teilnehmer starken V-Business-Gruppe hier auf Facebook vermehrt tun, ja. Alles gut, egal, aber wir sind gerade vermehrt dabei, Unlearning zu betreiben. Ja, darum dreht sich heute unser ganzer B&R Talk Launch rund um das Thema Unlearning. Ja. Ich würde einen Teil sagen, what the Unlearning? Was haben sich denn die Lampel und die Westenthaner wieder für einen neuen Begriff ausgedacht? Begriffe können wir. Allerdings gibt es diesen Begriff schon und er ist sogar festgeschrieben, liebe Barbara. Du kannst uns mehr dazu sagen. Ja, also der Begriff ist definitiv schon festgeschrieben. Das ist ein etwas neuerer Forschung, ein neueres Forschungsgebiet in den letzten, ich würde sagen, so 3-4 Jahren kam das auf. Im Zuge aller Digitalisierung, massiver Veränderung, war so ein bisschen die Überlegung, okay, es gibt eine ganze Wissenschaft, die sich nur mit Lernen beschäftigt. Und zwar generell auch lebenslangem Lernen. Und man hat so ein bisschen festgestellt, naja, also so bestimmte Dinge, die wir irgendwann mal gelernt haben, gelten ja gar nicht mehr. Und was, wie gesagt, auch die Neurobiologie und zwischenzeitlich ist die Neurologie ein Riesenfeld von Neurobiologie über Neuropsychologie über schlaglich Neuro alles. Um rauszufinden, okay, was passiert da eigentlich im Kopf? Was ist das? Haben wir wirklich so eine Festplatte, die dann Sachen überschreibt? Oder wie funktioniert das? Und das Interessante ist, an der Stelle, wenn sich so die Neurologen mit den Verhaltenspsychologen und mit allem anderen zusammentreffen, dann war die Überlegung, was passiert? Und wir haben keine Festplatte im Kopf. Das überschreibt nicht einfach. Und das ist eben ein etwas neuerer Begriff dieser ganzen Rund-Neuro-Unlearning-Geschichte ist eben die Idee, wie kann es sein, dass wir Dinge vielleicht auch entlernen müssen? Und zwar das bewusste Entlernen. Dass wir Sachen uns antrainiert haben, die so einfach falsch sind oder die ihre Gültigkeit verloren haben. Und dass wir da an der Stelle, ist das nicht immer ein automatischer Prozess? Viele Unlearning-Sachen passieren automatisch. Das ist vielleicht jedem schon mal aufgefallen, wenn er, also angenommen, ihr habt mehr als nur ein Auto im Haushalt oder ihr fahrt das Auto von Freunden und Bekannten. Jetzt sind die und habt eine manuelle Schaltung. Wir sind eingefahren mit dem, wo die Schaltung liegt. Ja. Und erst nachdem du 5-mal den Rückwärtsgang an der falschen Stelle gesucht hast, hast du irgendwie kapiert, Moment, so funktioniert es nicht. Und dann hast du eine automatische Umlernung. Aber es ist nicht komplett unlearned. Du wechselst wieder das Auto und du bist wieder in deinem Auto und alles ist die Welt in Ordnung. Aber es gibt halt eben auch Sachen, die sind ganz selten extra dumm und die braucht kein Mensch mehr. Und dafür hat sich eben der Begriff des Unlearning etabliert. Das ist Unlearning. Ja. Genau. Und Unlearning im Business heißt bewusst vielleicht erstmal das Wissen zu verändern darüber, welche Taten ich tue und letztendlich Verhalten zu ändern oder Vorgehensweisen zu ändern, von denen ich gedacht habe, sie wären günstig für mich. Und festgestellt habe, sie sind nicht ganz so günstig für mich. Dafür haben wir diesen Substanzcheck rausgegeben in unserer V-Business-Gruppe. Dafür arbeiten wir auch damit. Einfach mal, um zunächst zu überprüfen, was habe ich denn bis jetzt für ein Wissen? Was habe ich denn auch bis jetzt für einen Überblick? Und was müsste ich verändern, um diesen Überblick oder dieses Wissen etablieren zu können, in mein Business einziehen zu können. So, und das ist das, was wir machen. Wir haben uns dafür extra 4 Wochen Zeit genommen, um diesen Prozess einfach mit euch zu durchlaufen in der Gruppe.
weil das nicht so von heute auf morgen geht. Ja, das macht nicht Klick und ich habe es kapiert. Also wenn du schon mal versucht hast, zu rauchen aufzuhören, das ist eine Verhaltensänderung, die braucht ihre Zeit. Das heißt nicht, dass das kann sein, dass du von einem Tag auf den nächsten aufhörst, aber die Struktur, also die Verhaltensstruktur, die Gewohnheit steckt immer noch relativ tief drin und das dauert eine Zeit, bis das gehen darf. Ja? Egal, welche Dinge du in deinem Leben anders machst, du musst immer dieses Verhalten mitverändern, die Gewohnheit mitverändern und dazu muss man eine alte Gewohnheit verlernen. Ja? Ja, und es ist insbesondere auch der Unlearning-Aspekt, ist auch auf der Wissenskomponente einfach eine echt wichtige Komponente. Man darf das wirklich nicht unterschätzen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an Good Will Hunting. Es gibt eine legendäre Szene in der Bar, wo die Aussage ist ja, in Semester 1 lernst du das, dem Professor glaubst du, in Semester 2 lernst du das, dann glaubst du dem Professor, in Semester 3 lernst du das. Das ist eine legendäre Szene da drin und das ist halt auch wirklich auf Wissensebene. Viele Sachen sind einfach überaltet, Schmarrn, Wissenschaft hat es wieder belegt. Es war eine Hypothese, die irgendwie, die sozusagen in die normale Welt übergegangen ist, die so gar nicht richtig ist. Und davon gibt es im Business witzigerweise halt noch viel mehr. Weil ich meine, es gibt jetzt die BWL und Makro-Mikroökonomie, sonst ist jetzt ja nicht eine Wissenschaft von Unternehmensführung. Und die testen jetzt irgendwie, machen 1000 Studien zu, was funktioniert besonders gut oder was funktioniert besonders schlecht. Und wenn man sich überlegt, was sich allein in den letzten 20 Jahren, in den letzten 10 Jahren, aber auch in den letzten 5 Jahren verändert hat, welche Aussagen vor 5 Jahren Gültigkeit hatten, heute aber überhaupt totaler Schwachsinn sind. Der Punkt ist nur, wenn ich nicht in diesem Feld verankert bin und meine Fachkompetenz nun mal in einem anderen Bereich ist, mir ist Therapie, Coaching, Weinverkauf, was auch immer, woher soll ich denn, ich kriege ja nicht ein automatisches Mail-Update, Entschuldigung, Ihr Businesswissen von vor 3 Jahren ist hiermit veraltet, hiermit kriegen Sie ein neues Update. Und der ehrlicherweise muss man an der Stelle auch sagen, dass die Sorgfaltspflicht davon, dass der Markt zwischenzeitlich, was so Business Coaches, Business Consultants angeht, wobei eher definitiv mehr die Business Coaching Abteilung, die haben nicht unbedingt das Fundament oder teilweise auch ein veraltetes Fundament, dass sie auf diese Erfahrung oder auf dieses Wissen überhaupt in neuerer Form zurückgreifen können. Das heißt, auch viel, was an Wissen transportiert wird, ist, wenn da jemand von einer anderen Fachlichkeit drüber guckt, muss da hart mit den Augen rollen und sich überdenken, das ist fachlich einfach komplett falsch. Punkt. Ja. Wir sehen es auch im Marketing-Kontext. Also wir haben an vielen Punkten noch die 90er massiv am Party feiern. Schön bei euch. Schön bei euch. Die wenig damit zu tun haben, dass man Menschen wirklich als Menschen sieht, dass man auf dieser Beziehungsebene arbeitet, sondern wo immer so ein Konstrukt drumherum gebaut wird. Es wird immer noch vielfach versucht. Es funktioniert auch noch an vielfacher Stelle vielleicht ganz gut. Aber das schleicht sich halt so langsam aus. Und wenn ich das im Kopf habe und die Verkaufsschulungen früher waren einfach so aufgebaut, dass ich nach diesem System vorgegangen bin. 7 Kontakte sind ein Abschluss und so weiter und so fort. Ja, und die Einwandbehandlung von Anno dazumal und so, die halt schon in der Zeit damals den Menschen sehr stark ausgeklammert hat, das muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar vielleicht für die Zeit vollkommen korrekt. In unserer Zeit ist das aber nicht mehr so. Und wir sind über die Geschichte, was die Social Media für uns bewirkt haben, ja, die sozialen Netzwerke bewirkt haben, wo die Menschen viel näher aneinander drin sind, wo man viel schneller in einem in der Beziehung auch drin ist. Da hat sich das schon eigentlich überholt und man kann komplett anders arbeiten. Man kann wesentlich zugewandter arbeiten und dieses Alte aber erstmal zu vergessen, ich nenne es gerne Käseglocke, weil das ist wirklich so ein, festgepackter Rahmen, der einfach dem Menschen im Grunde nicht immer gerecht wird. Ja, das wieder zu vergessen und zu sagen, hey, ich darf das ganz anders machen, das ist im ersten Moment so, oh, was habe ich die letzten Jahre gemacht? Ah. Und dann ist es aber so, oh cool, dann kann ich das jetzt anders machen. Und es gibt dann wieder eine Freiheit. Aber im ersten Moment gibt das, das haben wir gesehen jetzt auch, nicht unbedingt nur Freude auf der anderen Seite. Ja, das ist so ein bisschen mit einem leichten Schmerz auch unter Umständen verbunden. Aber es ist super wichtig, weil dann kannst du wirklich in eine andere Richtung gehen und anders mit den Menschen agieren, auch mit deinen Kunden. Weil Kunde ist nicht ein Legostein-Subjekt, sondern Kunde ist gleich Mensch. Ja, ich habe immer die Vorstellung, dass die meisten irgendwie denken, ihre Kunden sehen so aus. Und so treffen die ihre Entscheidungen.
zumindest ist ihre ganze Argumentation ausgelegt. Es ist kein Hochleistungs-, es ist ein alter Taschenrechner, den ich übrigens schon seit Schulzeiten besitze. Achtung, Werbung. Achtung, Werbung, Schulzeiten, ich weiß gar nicht, ob es hier noch zu kaufen gibt, egal. Aber die Leute behandeln es immer noch so, als wäre das ihr Kunde, ja, als würde er eine kalkulierte Entscheidung treffen, die er irgendwie 5-mal durchgerechnet hat, sonst irgendwas. Auf der anderen Seite steht dieser große, überbordende Trend von einer hochmanipulativen Argumentation, und zwar wirklich bad manipulation, nicht good manipulation, sondern wirklich bad Manipulation, sondern wirklich auch so diese Komponenten von, naja, alles Licht und Liebe und blau und blub, und dann prallen diese Welten aufeinander. Auf der einen Seite also ist der Mensch dann doch noch so ein Homo economicus. So sieht der Homo economicus übrigens aus. Auf der anderen Seite ist er ein nur herzensgetriebenes, spirituelles Wesen, und das arme Gehirn denkt sich in der ganzen Zeit, nein. Also das ist halt einfach so, und diese Aspekte sind für alle eben wichtig. Und ja, Geliger sagt das, es ist teilweise nicht nur out of the box, es ist teilweise wirklich das Zerlegen einer kompletten Box, weil man halt, woher sollte man es ja auch besser wissen? Also ich, an der Stelle ist es immer noch mal so ein, wer sich jetzt ertappt fühlt und sich so denkt, so na super, ich denke da mal in automatischen Business-Heuristiken oder in der berühmt-berüchtigten automatischen Denken-Alltagslogik, das ist normal. Ich meine, woher soll ich es denn wissen, um Gottes Willen? Ja, wenn man sich jetzt für einen Aufwand, also ich habe jetzt mal einen Kurzblick hinter die Kulissen, was wir für einen Aufwand betreiben, euch allen von V-Business zu erzählen. Diesen harten Move, dass wir das Pricing so umgeschmissen haben. Was wir intern an Sachen nachjustieren, um das Programm auf das Level zu bekommen. Konstante Abstimmung drin haben. Im Sinne von, okay, was machen wir da? Die Session, nee, die schmeißen wir doch um. Den Schwerpunkt müssen wir da einsetzen. Das ist ein Heidenaufwand, Kinder. Ja, das sieht man von außen natürlich gar nicht. Ja, die besten Teller und die Lampe mal kurz in die Kamera gesprochen. Ja, so sieht Realität nicht aus. Und das ist halt so dieser Show-Aspekt, der halt einfach, wo man sagt so, hey, was wollt ihr denn auch für Leute haben? Auf welchem Level sollen die denn spielen? Sollen die so tun, als würde das Wissen für sie versehentlich vom Kopf reingefallen sein und dann aus dem Mund rausfallen? Oder wollt ihr mit Leuten zusammenarbeiten, die genauso in ihrem Fachbereich eine gleiche Sorgfaltspflicht an den Tag legen, wie ihr in eurem Fachbereich? Und das ist so eine Grundsatzfrage, und das ist auch witzigerweise wirklich sehr nah an Unlearning dran, mit diesem Verhalten ändert Verhalten. Nichts anderes. Keine Mindset-Arbeit, kein Denken, kein Spüren, kein gar nichts. Verhalten ändert Verhalten. Ich kann 13.000 Mal über was nachdenken, wenn ich es danach nicht tue, wird es nicht ändern. Aber welche Anspruchshaltung bringe ich auch selbst an die Leute, mit die mir das sagen, dass ich mein Verhalten ändern möchte oder sollte oder kann ich das nehmen oder kommen die mit der großen Keule oder der Pseudo-Argumentation? Das hat viel mit Gewohnheiten brechen zu tun. Gerade wenn du schon vielleicht ein Jahr, vielleicht 2 Jahre, vielleicht 3 Jahre in dem Kontext arbeitest, den du arbeitest. Ja? Und das sehen wir jetzt gerade wirklich ziemlich oft, dann spielen sich halt Gewohnheiten ein. Ja? Ich habe auch eine schlechte Angewohnheit. Ich habe hier zum Beispiel gerade eine Zettelwirtschaft. Diese Gewohnheit zu ändern, ist mein tägliches Bemühen. Aber im Moment ist hier gerade wieder Zettelparty. Das geht in dem Fall einigermaßen klar, weil es kompensierbar ist und weil ich es wieder aufräumen kann. Ja? Aber es ist trotzdem nicht die beste Angewohnheit, diese Notizen hier zu stapeln haben. Und wenn ich dann mein Intro suche, dann finde ich es erstmal nicht. So, das ist eine doofe Gewohnheit. Die muss geändert werden, über kurz oder lang. Wir werden nicht alle doofen Gewohnheiten in unserem Leben ausmerzen können, aber wenn wir zum Beispiel die Angewohnheit haben, wenn wir jetzt in diesen Marketing-Sales-Kontext gehen, ja, und wir haben die Angewohnheit, dass wir einfach mal posten, so, und mal was machen, so, und aber gar keinen einzigen strategischen Gedanken dran verlieren oder auch nicht wissen, für wen wir das machen. Ja? Also diese Sache mit denen, wer sind deine Kunden? Dass wenn wir nicht wissen, was das bringen soll, wohin es führen soll. Ja? Und dieses, wohin es führen soll, ist, du kannst es natürlich nicht punktuell festlegen, aber du kannst so eine klare Linie als Leader in deinem Business, kannst du einfach eine klare Linie vorgeben. Ja. Und wenn du diese Gewohnheit nicht änderst, dann verändert sich darüber auch kein
keine Kundenbeziehungsanbahnung, dann sind das Glückstreffer. Irgendjemand, der sich irgendwann mal inspiriert fühlt, irgendjemand, der irgendwann mal was sieht von dir. Aber das ist nichts Konkretes, das ist nichts, ist auch ganz pragmatisch im Grunde. Ja? Da ist nicht viel Shishi dabei, sondern das kann man ganz pragmatisch runterbrechen. Und trotzdem hat es hinten raus eine ganz, ganz große Auswirkung. Aber wenn man diese Gewohnheit halt nicht verändert, dann verändert sich halt auch in diesem Kontext einfach nichts. Und das ist das, dieses auch gerade, finde ich ganz witzig, weil Social Media ist gerade so ein Ding, wo man ganz viel sehr schnell immer wieder anlernen muss, ja? Weil das hat irgendwann mal gereicht, YouTube-Videos zu posten und irgendwas dazu zu schreiben. Und das geht heute gar nicht mehr. Wenn ihr euch das mal anschaut, was da für Reichweiten sind, das funktioniert fast überhaupt nicht mehr. Es hat mal gereicht, irgendwie ein nettes Posting zu machen mit einem Bild dazu und wenig Text oder so. Das reichte. Das reichte heute nicht mehr. Du musst heute was anders tun. Und da musst du ständig anlernen, was du dir angewohnt hast. Das ist ständig break your habits, wenn du dich da in diesem Umfeld bewegst, ja. Also vielleicht einfach mal einen Blick hinter die noch mehr Kulissen. Es gibt ja bei Frau Lampe nicht nur wie Business. Ich habe für mein Product Launch Development Training bereite ich immer einmal im Monat eine Session vor Update am menschlichen Verhalten. Was hat das für Auswirkungen? Ein kleiner Aspekt davon, den könnt ihr jetzt alle, spitzt die Ohren, schreibt ihn euch gut auf. Wir haben heute live gehalten, oder wenn ihr es nachguckt, ist der 21. Mai 2019. Und ich habe bereits seit letzter Woche erzähle ich das die ganze Zeit schon, bitte macht jetzt eure Weihnachtsangebote fertig. Und alle denken mir, hast du einen Schuss nicht gehört oder was? Im Mai soll ich doch jetzt nicht Weihnachten vorbereiten. Doch, wenn ihr ein Weihnachtsspecial haben wollt, eine Weihnachtsaktion haben wollt, müsst ihr bereits jetzt die Punkte setzen, dass ihr darauf hinweist, dass es irgendwann ein Weihnachtsspecial gibt. Wir haben momentan folgenden Versatz. Im Mai, die Leute haben entweder eine ganz lange Entscheidungsphase, das heißt, macht ihr eine Konferenz oder irgendwas im Dezember, spammt die Leute bitte jetzt schon zu. Ihr wisst, was ich mit Spam meine, aber dann geht ihnen jetzt schon auf den Senkel. Weil sie entweder diesen ganz langen Vorlauf brauchen und dann gleichzeitig super kurzfristig buchen. Dieses ganz lange Wahrnehmen, weil die Wahrnehmung so verzerrt ist, die Leute kriegen teilweise nur die Hälfte davon mit. Ich weiß nicht, wie viele Nachrichten ich bekommen habe, ich habe das wie Business jetzt erst gesehen. Man sagt, ey, ich habe das Gefühl, ich spam euch schon zu. Ich gehe euch schon so sehr auf den Sack, dass ich aufhören muss damit. Aber das ist der Zeitversatz in dieser Geschichte. Also wer irgendwas langfristigen Business-Erfolg haben möchte, muss sich allen Ernstes jetzt über Dezember Gedanken machen, weil das sich so verzerrt und entzerrt oder wie auch immer ihr das nennen möchtet. So, und jetzt sind wir zurück zu einfach mal posten. Wenn ich keinen Plan habe, wo ich überhaupt was ich im Dezember anbieten will, kann ich nicht einfach posten. Dann bleibt mir nur, und hier ist ein Foto vom Hund. Und im Dezember wird es den auch noch geben. Und das ist so so eine Unsitte, ja, ich habe ja mein eigenes Business und dann brauche ich ja keine Struktur. Das, glaube ich, ist der größte Fehlschluss, den man so irgendwie haben kann. Die größtmögliche Freiheit habe ich im Business nicht. Nirgendwo bist du so knallhart auf Struktur und Strategie angewiesen, wie wenn du dein eigenes Unternehmen führen willst. Nirgendwo so kommst du so an deine Grenzen deiner Selbstorganisation. Zettelparty, ey, ich habe hier nicht nur Zettel, eine Zettelparty, ich habe gleich 20 Zettelpartys und ich glaube, zu drei bin ich nicht eingeladen. Die führen schon ihr eigenes Leben so ohne mich. Und das ist so ganz, ganz wichtig, das mal realistisch zu sehen. Und das ist halt, für mich ist immer auch dieses Unlearning, das Unlearning der Marketing-Bullshit-Aussagen. Ja? Zu glauben, ja, Freiheit im Business. Ich möchte jetzt nicht den Mittelfinger zweimal hochhalten, das ist totaler Bullshit. Du hast eine extrem hohe Freiheit, vorausgesetzt, du hast Struktur und Ordnung reingebracht. Ansonsten ist da nichts mit Freiheit. Ja? Wer keine Grundlagendisziplin auf der eigenen Struktur nicht vorgegeben aufbauen kann und will, wer nicht mal harte Entscheidungen treffen will, weil das Business den Lebensunterhalt sichert und damit eine andere Priorität hat, das ist knallhart. Ja, das ist knallhart an der Stelle zu sagen, ich habe das ja mal für die Freiheit gemacht. Ja, aber die Freiheit erkaufe ich mir mit Organisation und Struktur. Ja? Und das ist wirklich so dieses Unlearning der Marketing, des Marketing-Bullshit-Bingos. Deswegen machen wir die Talkshow. Damit ihr so eine Idee bekommt von, kann diese Aussage wahr sein? Weil ganz ehrlich, also sind wir mal ehrlich, die meisten, die jetzt auch bei uns im Business sind, euer Bauchgefühl sagt, es ist Schmarrn. Und dann kommt irgendwie eine komische Argumentation. Wer hat jetzt recht?
Und genau an der Stelle greift das wunderbarerweise, dass wenn du das Wissen hast, wenn du das auch teilweise ungelernt hast, ja, also wieder zurück auf Null gestellt hast sozusagen, dann kann man überhaupt erst entscheiden und sagen, ey, das könnte sein, dass das hier ganz großer Bullshit ist, ja. Und dass das jetzt zwar sich irgendwie so watteweich anfühlt, aber gleichzeitig auch, als wäre ich mit meinem Zehen in der Mausefalle drin, ja. Und das ist diese Ambivalenz im Gefühl, auf die sollte man immer sehr gut achten, weil die hat nämlich eine sehr, sehr wichtige Aussage. In dem Fall gibt es einen Fachbegriff dafür, der nennt sich kognitive Dissonanz. Und so, könnte ich merken, kognitive Dissonanz. Kognitiv, Hirn, Dissonanz, So, und eigentlich sollten wir, wenn der Grad der kognitiven Dissonanz ist, dann haben, hat unser Gehirn was ganz Tolles sich gedacht. Anhalten und nicht tun. So, und anstatt, dass wir anhalten und nicht tun, anhalten, mal drüber nachdenken, boah, kognitive Dissonanz, habe ich vielleicht was falsch verstanden, ist sie, machen wir gar nichts mehr davon. Weder halten wir an, noch denken wir drüber nach, noch tun wir oder tun wir nicht. Wir kommen viel zu sehr in so eine Standardautomatisierung hinein. Das ist nachvollziehbar, wenn der Mensch aktuell zwischen 11.000 und 13.000 Entscheidungen am Tag trifft, dann sind wir unbedingt nicht, unser Gehirn ist einfach in einer massiven Überbelastung. Das sind wir nicht gewohnt. Aber der Punkt ist, es ist euer Job. Gehirn verändert. Gehirn ist neuroplastisch. Heute schmeißt die Lampe mal wieder mit Fachbegriffen um sich. Gehirn ist also keine in Beton graue Masse. Nicht hier sowas. Das ist aus Keramik, das Ding. Das ist nicht beweglich. Sondern es ist beweglich. Es verändert sich mit der Benutzung. Nicht, wenn ich nur drüber nachdenke. Mit der Benutzung. Denken kann Benutzung sein, wenn man es richtig macht. Und deswegen bin ich halt eben dieses ständige Trommeln dieser Mindset-Geschichten geht mir, also zwischenzeitlich kriege ich es ja echt nicht mehr hin. Vielleicht auch, weil ich gerade im relativ engen Freundes- und Bekanntenkreis genau wieder so einen Fall habe, wo jemand auf einen Therapieplatz wartet für einen Depressionspatienten. Wenn dieses Mindset-Zeug doch angeblich so magic ist, warum sind Psychotherapeuten auf Monate ausgebucht? Ernsthaft? Denk da noch mal ein bisschen drüber nach. Und es gibt viele tolle alternative Methoden, das will ich auch gar nicht abstreiten. Aber dieses nur Trommeln auf dem Mindset, warum machen die Psychologen und Psychiater und alle Therapeuten da draußen haben sich hier nicht persönlich zusammengerottet und entschieden, das wird so toll, das verkaufen wir nicht. Die haben kein Problem, Kunden zu akquirieren. Die sind auch die nächsten 20 Jahre ausgebucht und haben nur noch 10 Jahre eine Praxis. Also es macht auch wirtschaftlich keinen Sinn. Denk das doch bitte mal zu Ende. Mindset ist cool und wichtig, aber diese künstliche Überhöhung, wenn es so geil wäre, 3 Cent mal drüber nachgedacht. So, hier mal ein kleiner Rant, sorry. Ja, du, was gesagt werden muss, muss gesagt werden, ja. Also wir können euch nur einladen, wirklich zu überprüfen, welches Wissen braucht ihr wirklich, ja, und welches Wissen könnt ihr an mancher Stelle nochmal überdenken, welche Gewohnheiten in eurer Zettelwirtschaft zum Beispiel, ja, und wenn es nur die Zettelwirtschaft ist, dann würde ich sagen, okay, wenn es aber mehrere verschiedene Baustellen sind, ja, die einfach durch die, ich sage jetzt falschen Gewohnheiten, ja, und dieses falsch meine ich definitiv nicht wertend oder so, du bist falsch, sondern die Gewohnheit ist halt einfach falsch oder sie ist dir in diesem Zeitalter, in diesem Leben so jetzt nicht mehr dienlich, ja, dann musst du halt wirklich anfangen, die Gewohnheiten zu verändern. In der Gruppe ist es cool, weil es nämlich Commitment gibt da drin, ja, weil man sich vernetzen kann, weil es super schwer ist, alleine Gewohnheiten über Bord zu werfen und neu zu installieren, weil wir Feedback brauchen, weil wir Menschen um uns herum brauchen, die uns unterstützen. Wir sind soziale Wesen, das ist nicht so eine Inselparty, das kann mal gut gehen, aber im Normalfall ist es gut, in einem Verbund zu sein. Daher kommt auch diese komische Geschichte mit die 5 Menschen, die dich umgeben, bla bla bla. Ja, natürlich, Menschen, die dich dir wohlgesonnen sind, unterstützen sie dich natürlich beim Verändern deiner Gewohnheiten. Deswegen musst du jetzt aber nicht irgendwie deine Kinder rausschmeißen, weil die meiste Zeit um dich rum sind und nicht besser sind wie du. Das wäre dann der falsche Rückschluss an dieser Stelle, ja. Aber manchmal habe ich ja schon gehört, Kinder sind besser in technischen Geschichten. Ich erinnere mich da an dunkle Zeiten im Sinne von, das WLAN ist kaputt. Also deswegen.
in dieser Stelle schon, ja, aber ob sie dann businesstechnisch wie du, da müssen wir nochmal gucken. Da müssen wir nochmal gucken. Das sage ich in 2 Jahren dann. Genau, gib mal Feedback. Genau, that's it. Ich glaube, wir kommen relativ gut zum Schluss und wechseln den Kanal. Wer mitkommen will, kommt mit uns in die Gruppe. Genau, da machen wir jetzt live weiter. Deep Dive in den Substanzcheck, Deep Dive in Unlearning. Und natürlich definitiv auch nochmal mehr Tipps und Tricks, wie man Gewohnheiten ändern kann, was man dafür machen kann. Irgendwie müssen wir ja schon so ein bisschen Unterschied machen zwischen Talk Lunch und wenn auch am Ende selbstbestimmter preisbezahltes Programm. Und ich glaube, wir haben ein Programm, falls ihr noch irgendwie keinen Überblick habt, wie viel Programm wir da drin geplant haben. Insgesamt werden das nachher mal, glaube ich, all in über die nächsten, all in 6 Monate, wahrscheinlich knapp 120 Stunden purer Content alleine sein. Also ihr könnt euch da so auf einiges gefasst machen. Plus allen Shishi, was wir außen rum gebaut haben. Also das ist definitiv... an der Stelle Businesswissen valides und ein Aspekt, den ich einfach nochmal gerne auch hervorheben möchte, warum ich glaube, dass es für euch ein cooler Move ist, in die Business-Gruppe hineinzubekommen. Es entspannt nicht so sehr, das zu realisieren. Moment mal, den anderen geht es ja genauso. Ich bin nicht der einzigste Horst auf dem Planeten, der scheinbar nicht kapiert hat. Nein, erstens bist du kein Horst und auch falls du Horst heißt, du weißt, ihr wisst alle, was ich gemeint habe. Nein, dieses zu verstehen, ey, Moment mal, ich habe diesen Fehler nicht alleine gegangen. Ich bin kein schlechter Mensch. Ich bin nicht unzulänglich. Ich bin nicht kaputt an der Stelle, sondern die anderen haben ja genau, denen geht es ja genauso. Die haben das vielleicht in einer anderen Auswirkung, an einer anderen Stelle gemacht. Es entspannt nicht so sehr, als eine Crowd zu haben, die genauso sieht, been there, done that. Ja, und in dem Fall, ich glaube, ich habe bei allem hier geschrieben. Bald. Ihr könnt gar nicht so einen Schwachsinn ausprobieren, wie ich alles getestet habe. Und so viel Kohle verbrannt habe, wie ich schon gebrannt habe. Und in der Gruppe werdet ihr genau diese Menschen auf, die sagen, der Safe Haven der V-Business-Gruppe, dieser sichere Hafen, zu sagen, hey, ja, habe ich auch schon. Und hey, kommen wir auch gemeinschaftlich wieder raus. Das ist unheimlich entspannend, weil das darf man bei allem Unlearning nicht vergessen. Manchmal muss man auch die eigene Entspannung für sich selbst durchsetzen. Einfach sagen, tief durchatmen. Standardspruch von Ampel, erstmal ein- und ausatmen und dann gucken wir weiter. Genau, das ist das Beste, was man tun kann. Und wenn ihr merkt, gerade bei diesem Substanzcheck, oh mein Gott, ich habe hier vielleicht, ich bin hier total blockiert oder das oder das. Es gibt nichts Besseres, als in einer Gruppe zu sein. Und es gibt auch nichts Besseres, als vermeintliche Hürden, Blockaden, sonst was on the go, in der Tat zu bearbeiten. Weil das Durchatmen, das tief Durchatmen ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und anschließend schreiten wir wieder zur Tat. In deinem Tempo, so wie es für dich passt, perfekt, aber aufhören und sagen, ich muss erstmal eine Blockade lösen, ist nicht. So. Ihr Lieben, in dem Sinne, vielleicht gleich bis in 2-3 Minuten in V-Business. Wir freuen uns auf euch. Einen wunderschönen Dienstag und eine erfolgreiche Woche. Ciao, ciao. Hello.